Jörg Fuhrmann hier. Schöne Grüße aus dem Freiraum-Institut. Ein kurzes Video mal. Ich habe ja schon länger nichts gemacht. Das liegt daran, dass ich viel an meiner Ausbildung, also Ausbildung arbeite, an der Konzeption. Die startet ja nächstes Jahr, so gut will. Ein Video, mir wurde zu dem Thema, zu falschen Schamanen und falschen Gurus und dass es wirklich, wirklich wichtig ist, dass du dich davor in Acht nimmst. Mir wurde gestern Abend ein Video zugespielt von einem Schamanen, einem Pseudo-Schamanen, hätte ich beinahe gesagt, der aus Mittelamerika stammt und auch Arzt ist, das heißt also eigentlich für Seriosität birgt, würde man ja meinen. Genau. Nein. und in dem, ich kenne den Mann auch, der ist hier in Europa rauf und runter gereicht worden und überall gehypt worden, ohne Ende. Auf allen möglichen Konferenzen jahrelang, auch in der Schweiz, in Prag und wer weiß noch wo. Und ich habe ihn sogar interviewt und habe das Interview aber nie in meinen Kanal gestellt, weil ich irgendwie instinktiv ein komisches Gefühl hatte. Und dann habe ich mit der Zeit verschiedene, es sind ein paar Jahre jetzt her, habe ich verschiedene Gerüchte gehört und Infos, die sehr schrecklich waren. Und das hat sich jetzt ein bisschen bestätigt. Also dieses Video, ist, was ich da bekommen habe, ist wirklich gruselig. Also der jagt den Leuten also 5-Meo-DMT rein. Also eine der stärksten halluzinogenen Substanzen, die es auf dem Planeten gibt. Das kommt also von, ist ein Krötengift. Und das produziert im Grunde dann Nahtoderfahrungen. Und dann werden die Leute da also anscheinend getreten, werden auf den Hinterkopf fallen gelassen, werden angeschrien, beschimpft, dann im Grunde wird ihnen literweise Wasser reingeschüttet, was dann so einen Waterboarding-Effekt hat, wie bei der Folter, was natürlich dann auch so eine Nahtoderfahrung noch verstärkt. Und es gibt sogar, derjenige, der das Video veröffentlicht hat, schreibt sogar in seinen Kommentaren unten drunter, er hätte ein Video, wo Elektroschocks noch verabreicht würden, da in diesen Zuständen. Das ist natürlich extremst. Und extremst psychopathisch natürlich auch, wenn man sich mal überlegt, diese Offenheit dieser Zustände, die dann dort vorherrscht. Und das ist leider kein Einzelfall, also natürlich auch dann horrende Summen werden da immer verlangt und das gibt es leider in vielen Kontexten, was Schamanismus angeht. Das sind ja die neuen Gurus, früher war man ja in Indien, jetzt geht man vor allem nach Südamerika. Habe ich hier zahlreiche Sachen gehört und von sexuellem Missbrauch, dann Raub natürlich und solche Dinge alles. Also das ist wirklich sehr, sehr krass, sehr, sehr heftig. Und der Punkt ist einfach der, dass solche Leute dann noch von höchster Ebene, also auch aus der transpersonalen Szene, von den hochangesehensten Leuten protegiert werden, unterstützt werden, professionelle Filmemacher da Videos, Werbeclips drehen und der Laie denkt, ey, wow. Also als das Ding dann zum Beispiel auf der Stanislav-Grof-Konferenz vorgestellt wurde, das Video von ihm, das war Standing Ovations, die Halle raste und tobte, das kann im Sportverlass damals nicht viel anders gewesen sein. Und das schafft natürlich auch Credibility, also Glaubwürdigkeit. Und die Leute sind da massenhaft hingerannt. Und da muss man echt sagen, du kannst im Grunde niemandem mehr vertrauen, außer dir selbst. Also die Leute fragen mich dann häufig auch, hast du nicht eine Empfehlung, wo man da hingehen kann? Nee, habe ich nicht, weil ganz ehrlich, so viele Leute und Schamanen, da sind, habe ich so viele schräge Sachen von gehört, auch Leute, die ich, wo ich im Vorfeld manchmal gedacht habe, das ist legitim oder sicher, das weiß man wirklich nicht. Und manchmal ist es auch so, dass den Leuten dann der Erfolg zum Kopf steigt. Das kennt man ja auch von den ganzen indischen Gurus. Da gibt es ja ähnliche Geschichten aus solchen Ashrams.
Also sehr, sehr heikel. Und ich kann dir einfach nur den guten Tipp geben und den Ratschlag. Schau immer, dass du ein Stück weit die Projektion wieder zurücknimmst, deinen Verstand einschaltest und immer wieder auch überprüfst, wie du mit derjenigen Person im Kontakt bist. Wie ist die Gestik, Mimik? Wie ist der zugewandt? Geht es nur um die Kohle oder und ist er dann eiskalt oder ist danach noch eine Zugewandtheit vorhanden? Wie geht er mit anderen Menschen um? Etc. pp. Also solche Dinge wirklich mal im Blick behalten. Wie geht er mit Widerspruch um? Du könntest auch diese Leute mal fragen, wie gehen sie überhaupt mit Geld um? Wie stehen sie zum Thema Sexualität? Haben sie eine Beziehung? Haben sie Schulden? Ja, etc. pp. Solche Dinge kann man im Vorfeld ja mal fragen. Und je nachdem, wie der oder die darauf antwortet, also auch nonverbal antwortet, ja, kann man vielleicht auch schon ein paar Sachen daraus ableiten. Und es ist wirklich wichtig, vertrau auch die ganze Zeit bei solchen Entscheidungen, wenn du da irgendwo hinfliegst, ins Ausland oder irgendwas machen willst, deinem inneren Bauchgefühl. Und selbst wenn der super Lehrer XY dann irgend so einen Typen da empfiehlt oder den noch unterstützt, trotzdem vorsichtig bleiben und vertraue auch deiner inneren Wahrnehmung. Gib das nicht alles, die ganze Verantwortung irgendwo ab und sag, ja, so und so hat schon gesagt, das wird gut und dann wird es der absolute Albtraum. Also wirklich schau, dass du anfängst, auch bei dir zu bleiben. Und dann musst du dir auch die Frage stellen, warum suchst du jetzt so eine extreme Erfahrung, wie zum Beispiel bei diesem 5-Meo-DMT? Wofür? Ja, also wozu? Und ja, also da kann ich einfach nur sagen, dass viel hilft nicht immer viel und diese Dinge sind alle mit Vorsicht zu genießen und das ist nicht mal eben so ein Kaugummi einwerfen. Ja, das sind wirklich schon Erfahrungen zum Teil, die Leute wirklich zerlegen können. Und es sind ja auch schon Leute durch die Einnahme umgekommen. Und diese Kristalline, die sich dann in der Lunge möglicherweise absetzen, sind ja auch nicht so harmlos. Also es kann auch alles Nebenwirkungen haben. Das wäre auch ein Aspekt, ob dich jemand über die Nebenwirkungen aufklärt und die möglichen Folgen von bestimmten Dingen und auch vielleicht von Fehleinnahmen und so weiter. Ja, also verschiedenste Sachen gilt es da zu überprüfen. Bevor du irgendwie sowas machst, wirklich vorher gut informieren, quer lesen, kritische Bücher auch mal lesen. Ja, und wie gesagt, denjenigen wirklich auch mal challengen, was denn mit diesen Aspekten ist. Und wenn die einfach abgetan werden, ja, dann würde ich das schon mal gar nicht machen. Und wenn du das Gefühl hast, dass dich da jemand irgendwie zum Beispiel auch in der Gruppe aufgrund solcher Fragen dann beschämt, bloßstellt vor der gesamten Gruppe, würde ich sofort gucken, dass du den Ausgang findest, weil das ist natürlich in dem Ritualsetting nachher, wo du was drin hast, ist das überhaupt nicht. Ist das logischerweise überhaupt nicht besser, sondern das ist dann eher schlechter, weil du dann womöglich dem Ganzen völlig ausgeliefert bist, ja. So, also habe ich auch erlebt, ja, von hochdekorierten Leuten, super bekannt, auch in Deutschland, deutschsprachigen Raum, zig Bücher, unzählige Bücher geschrieben, ja, und ein saumäßiger, völlig narzisstischer Umgang mit den Leuten im Kurs und ja, wirklich Beschämungen vor der gesamten Gruppe. Stigmatisierung und so weiter. Also da sind Zuschreibungen noch die einfach noch das Leichteste dabei. Das heißt alles nix. Ja, also überprüf das wirklich gut, was du machst, wo du das machst, mit wem du da was machst und auch wofür du das machst. Ja, also in diesem Sinne mal aus einer verrückten Zeit, Quarantänezeit. Schöne Grüße von Jörg Fuhrmann. Tschüss.